Also meine Leute, hier sind wir schon wieder. Heute muss ich euch eine Geschichte erzählen, die nicht gelungen ist. Früher, wie wir noch so klein waren, wir haben ja vorher Streich gemacht. Samstags mittags waren wir frei gewesen am Morgen. Dann sind ein paar Fische gegangen, ein paar sind Bergkrieg vorgegangen. Wir haben so ein Publikum von Dreher gehabt, mit den schönen Trillen angefahren. Wunderbar schauen den Wasserkragen. Alle Geburt von einem Sumpf gestürzt an den Abend. So ist das Gang der ganzen Mittag. Kommst, wenn wir es in Hemd haben, dann haben wir den Strophe gelesen. Sich baden gehen. Mit einem Schüssel Wasser, gut Schauerbecht und mit einem Stück Dermseil. Sonntags morgens früh ruft die Mama schon. Egonin, gib dir die Meske, gefangen wir den Patrick. Der geht halt ins Timmeren. Da hat er schon geraucht. Er sind dem Patrick nur bis man harrt. Und er war schön fett gewesen. Hat 17 Kilo Fleisch gegeben. Weil er war immer am Saubestüber gewesen. Und am Waschkumpel. Da hat er sich deutlich gefressen mit den Resten Essen. Und die Reste, wo im Wassergraben waren. Weil mein jüngster Bruder, der hat doch Windeln angehabt. Und die war alles mal voll gewesen. In der Zeit, wo die Mama den Patrick zurechtgemacht hat, sind wir schon aus der Kelle gekommen. Rückt an die Schublade, die Funde geholt und Streich verrichtet gegangen. Dreckbar war nicht drunter geworden. Tut und habe gejagt. Heilig haben wir die Isolatoren von der Lichterpost drunter geworden. Und viel Wespel nicht abgeschossen im Schub. Jeder Schuss entfiel nicht. Und ein Ziegel. Der Papa, sein Schub, der war wie ein Sieb gewesen. Bienen war aber kein mehr gewesen. Die hat ein Bau nicht in den Nassgeber vom Regen. Als ich mir das Mittagessen gab, so ruft die Mama. Alle Negurin, kommt jetzt essen. Der Patrick ist gut. Da hat schon gebrummt. Hat den Tisch voll Negurin gehabt. Weil wir waren fetten Stück gewesen, leben. Und die Mama war schon wieder so weit. Aber hat das nicht aufgedeckt. Das hat gerochen wie unser Saubestüber. Das Fleisch, das war 10 in den Nil. Und Patrick, das war der Mama sein Hochzeitsgeschenk gewesen. Also, am halben Mittag waren wir alle schon wieder an der Bienennest gewesen. Und da fängt das an. Das wird gekrümmt und geschuddert im Panz. Und ich sage meinem Bruder, mach Platz, weil ich muss ins Bad drin. Ich bin abgesprungen, da ist die Kaschung drin, richtig in der Kapungerin. Und schon dem Ding ist nicht mehr getraut. Ich hatte schon der Schnelle gehabt. So rufe ich zu meinem Bruder. Bring mir mal Milchstatze her. Früher hat das kein Scheißpapier gegeben. So hatte die Milchstatze sein Wert gehabt. Die Stotze, die haben sauber gemacht, gekämmt und noch gekitzelt. Alles auf Mut. So kommt mein Bruder und schickt so einen Korb voll ins Patent drin. Ja, ich war kaum fertig, das erste Mal. Ich hatte schon die Gaschumme drin, voll Gurin gestanden, alles ins Patent drin. So hat das der ganze Mittag da drin. Er hat oben eine Milch abgemacht, dass wir genug Stotze haben. Der Papa hat einen ganzen Milchhaufen aufgestrichen. Dass mehr Putzmaterial haben. Bedenkt euch, wie mehr Wunzen gibt. Die meisten, die haben keinen Milchhaufen mehr. Und wir haben verlangen mit dem Patrick. Weil das war alles da in dem Patrick. Wo die Mama recht dagegen ist. Dass wir halt noch leben und wir mit Papa und Mama Gott der Hochzeit feiern.